Tausende Menschen flüchten vor den Taliban nach Europa. Die Zahl der Flüchtlinge steigt und es droht eine erneute Flüchtlingswelle, so die Beobachter. Die Gebildeten versuchen beispielsweise über Stipendien oder Investitionen in die Nachbarländer zu kommen oder auch in die Türkei. Entsprechend groß ist hier die Migrationsbewegung aus Afghanistan beispielsweise über den Iran in die Türkei. Also hier versuchen sehr viele Flüchtlinge aus Afghanistan herauszukommen. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass pro Tag mindestens 1000 Menschen hier versuchen, die Grenzen zu überqueren. Teilweise sogar mit Fahrzeugen, Konvois von der Armee und der Polizei. Die Lage ist in Afghanistan zurzeit sehr angespannt. Sicherheitstechnisch gibt es wenig Aussicht auf Besserung. Nach 40 Jahren kriegerischer Auseinandersetzungen, denen Afghanistan sich gegenübergestanden sieht, versucht man hier entsprechend als Kriegsflüchtling ein besseres Leben zu suchen und in ein anderes Land zu kommen, nach Europa, in die Türkei. Da werden viele Flüchtlinge versuchen, hinzukommen. Sieht man sich die Lage derzeit in Afghanistan an, so ist das Land auf dem Weg zum nächsten möglichen Bürgerkrieg. Die Sicherheitslage ist sehr dramatisch. Die Taliban versuchen immer mehr Provinzen an sich zu reißen. Es gibt sehr viele Auseinandersetzungen. Hier ist vor allem die Miliz und die Sicherheitskräfte vor Ort, welche versuchen, den Taliban standzuhalten. Aber die Lage ist derzeit sehr ernst und der nächste Bürgerkrieg wird hier wahrscheinlich, so den Beobachtern und Experten, nach schon sehr bald drohen.